Sind wir schon recht weit in der Zeit, aber ein Datenthema möchte ich mit dir noch kurz besprechen, denn du bist nicht nur eben im Startup-Bereich beziehungsweise in der Bauwirtschaft unterwegs, sondern du hast auch ein Buch geschrieben und zwar zum ganz anderen Thema mit dem Titel Startup Your Love Life. Gibt es auch auf Amazon zu kaufen, habe ich gesehen. Gelesen habe ich es leider noch nicht, dazu hat die Zeit jetzt nicht gereicht, aber ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Da geht es um was ganz anderes, nämlich um das Finden der Liebe und wie man das auch anhand von Daten machen sollte. Ich habe da einen spannenden Vortrag auch von dir gesehen. Wie bist du auf die Idee gekommen, dich in diesem Bereich sozusagen jetzt auch schriftstellerisch mit der Liebe auseinanderzusetzen und vor allem eben auch weg von der Emotion, von der reinen Emotion, sagen wir es jetzt mal so, das Ganze auch mit Daten zu hinterlegen? Ich glaube, ganz grundsätzlich bin ich vermutlich, was man in Amerika einen Nerd nennt. Also ich mag halt einfach Daten gerne und ich mache datenbasierte Entscheidungen gerne. Und das Buch kam so zustande, dass ich einfach ganz viele Freundinnen und Freunde hatte, die halt irgendwie verzweifelt versucht haben, über Online-Apps irgendwelche Partner zu finden. Und ich habe dann gesagt, naja, das kann man doch sicher optimieren. Also das war wirklich die Grundsatz, war doch, das ist ja nur Marketing. Also wenn ich mich selber auf ein Dating-Profil stelle, ist es Marketing. Und Marketing können wir immer optimieren, weil wir haben halt Daten dazu. Und so hat das begonnen und dann haben wir halt, gibt es Gott sei Dank ganz viele andere Wissenschaftler, die versucht haben, über Datenanalyse Dating zu optimieren und ich habe das zusammengefasst und in dieses Buch gepackt. Ohne jetzt natürlich das Buch zu spoilern, das soll ja jeder auch lesen, aber was sind denn so was kann man denn unseren Zusehern auch mitgeben, die jetzt vielleicht auch interessiert daran sind, wie sie den Partner fürs Leben finden? Was würdest du sagen, was sind so die zwei, drei Punkte, vielleicht auch Aha-Erlebnisse, die im Rahmen der Recherche aufgetaucht sind? Worauf sollte man denn achten? Ja, ich glaube, ich meine, ganz vieles ist jetzt nicht aha oder ganz vieles macht schon Sinn, ist datenbasiert, dafür kann man das Buch lesen. Die spannendsten und lustigsten Daten, die dabei rauskommen, war zum Beispiel Männer, und da darfst du dich jetzt nicht angegriffen fühlen, aber Männer zwischen 20 und 50, also Männer, die zwischen 20 und 50 Jahre alt sind, finden alle 25-jährige Frauen am attraktivsten. Das ist schon mal. Ist nicht überraschend, aber das zeigen tatsächlich diese Daten. Und das andere, was ganz absurd ist, ist, wenn man ein Foto hochlädt auf einem Datingprofil oder generell auf LinkedIn, soll man das Gesicht von links zeigen und nicht von rechts zeigen, weil wir durch Kunstgeschichte eigentlich darauf trainiert worden sind und einen Bias entwickelt haben, dass schöne Menschen immer von links porträtiert werden, also so Mona Lisa und all die großen Königinnen und Könige der Welt. Und das ist halt wirklich auch was, wo wir das repliziert haben in unseren Studien und Menschen Fotos von links und rechts gezeigt haben. Das waren die identischen Bilder. Und jeder findet die Menschen von links attraktiver. Also das sind so die ganz einfachen Dinge, die wir verwenden können und ganz viel mehr ist in diesem Buch.